Hey, Internet. Ungefähr Mitte Mai bin ich auf Republik und republik.ch aufmerksam gemacht worden. Ich habe mich auf republik.ch schnell eingelesen und mich dazu entschieden, das Projekt und die Idee dahinter zu unterstützen. Und das ist heute unser Thema. Republik und das Problem von der Schweizer Medienlandschaft. Let's go! Nach meiner Spende haben mich die Initianten von Republik per Newsletter regelmäßig über den Stand der Dinge informiert. Und auf republik.ch konnte ich quasi in Echtzeit mitverfolgen, wie nahe am Ziel dass wir schon sind. Ich meide den bekannten Medien-Mainstream, was unter anderem ein Grund dafür ist, dass ich fest überzeugt davon bin, dass es Republik tatsächlich braucht. Aber das nur am Rand. Noch am Tag vom Start hat Republik das erste Ziel, nämlich 3000 Unterstützerinnen und Unterstützer oder Verlegerinnen und Verleger, wie sie uns nennen, erreicht. Das ist Schweizer Crowdfunding-Rekord. Bis dann der Weltrekord für Medien-Crowdfundings auch noch gefallen ist, hat es nicht mehr wirklich sehr lange gedauert. Wo im Mai dann nach und nach auch noch die Stretch Goals, also die zusätzlich gedeckten Ziele nach Erreichen vom ersten Ziel, erreicht worden sind, hat es mich dann doch interessiert, wie die Schweizer Medienlandschaft auf das erfolgreiche Medien-Crowdfunding reagiert hat. Die überraschende und traurige Bilanz sind eine Kolumne bei der NZZ, ein Blogartikel im Stadtblog vom Tagesanzeiger, der gleiche Blog-Eintrag in der Basler Zeitung, nichts beim Blick, nichts bei 20 Minuten und eine sehr zynisch verfasste Kolumne von Peter Hogenkamp in Blick am Abend. That's it. Mehr ist nicht. Aber warum? So spricht man auch über erfolgreiche Crowdfunding-Aktionen, wie zum Beispiel die SAS-Fee-Crowdfunding-Aktion vom letzten Jahr. Man muss nicht sehr lange recherchieren, bis man herausfindet, dass in den Medienhäusern ein Schreibverbot ausgesprochen worden ist. Bei der NZZ hat das zwar nur einen Tag gehabt, bei der Ringier gilt das bis heute und von anderen Medienhäuser weiss man es schlicht nicht. Dass das Schreibverbot tatsächlich ausgesprochen worden ist, das saugen wir uns nicht einfach aus den Fingern. Zwar dementieren die NZZ sowie Ringier das Schreibverbot, aber das Schweigen um die erfolgreiche Crowdfunding-Aktion von Republik ist dermassen laut, dass man ganz einfach das Prinzip der Parsimonie anwenden kann. Wenn es mehrere mögliche Erklärungen für ein und dasselbe Sachverhalt gibt, dann ist die einfachste Theorie allen anderen vorzuziehen. Mit anderen Worten, das Schreibverbot, das ist tatsächlich ausgesprochen worden. Und zwar vom Chefredakteur von der NZZ und vom Geschäftsführer von der Ringier-Gruppe persönlich. Man mache keine Werbung für die Konkurrenz, soll der Chefredakteur von der NZZ gesagt haben. Das Schreibverbot kommt auch im Medienclub kurz zur Sprache. Moderiert von Franz Fischlin redet der Victor Giacobo, der Christoph Moser, Mitbegründer von Republik, der Markus Somm, Verleger und Chefredakteur von der Basler Zeitung und der Christian Dorer, Chefredakteur von der Blickgruppe, über Republik und alles, was in der Medienlandschaft schief läuft oder eben doch nicht. Und gerade vorweg, die Herren Dorer und Somm verteidigen die Schweizer Medienlandschaft mit allen möglichen Mitteln. Aber wer kann sie ihnen übel nehmen? Schließlich sind sie als Chefredaktoren, stehen sie im Mittelpunkt. Sie sind mitverantwortlich für alles, was die Schweizer Medien Tag für Tag in die Luft rausblasen. Sie sind mitverantwortlich, wenn sich Journalistinnen und Journalisten jeden Tag verkaufen, nur damit das Medienhaus Geld verdienen kann. Sie dürfen natürlich nicht zugeben, dass es so etwas wie Republik tatsächlich braucht. Aber ich bin überzeugt, auch die beiden Herren sind ursprünglich einmal auf einem ganz anderen Beweggrund auf die Idee gekommen, Journalist zu werden. Der Journalist ist ein Kritiker. Er soll diejenigen, die eine Macht haben, die eine Machtposition innehaben, genau beobachten, kritisieren und öffentlich anprangern, wenn etwas schief läuft. Das ist guter, vielleicht sogar investigativer Journalismus. Das ist der Auftrag des Journalisten. Aber mit dem lässt sich heute kaum mehr Geld verdienen. Es geht nur noch darum, wie teuer ich meine Werbeplätze verkaufen kann und wie ich die Leserinnen und Leser dazu bringe, die Werbung auch tatsächlich anzuschauen. Je nach Vertrag mit dem Werbetreibenden oder seinem Netzwerk reicht eine einfache Impression, das heisst das bloße Anzeigen von einem Werbemittel schon, zum Geld verdienen. Ein Klick
braucht es gar nicht. Die Grenze zwischen Werbung und informativen Inhalt verschwimmt immer mehr. Zwar dementieren das die Herren der grossen Medienhäuser, aber was man auf ihren Online-Angeboten zum Beispiel findet, redet ganz einen anderen Spruch. Zugegeben. Wenn ich genau anschaue, finde auch ich die Hinweise darauf, dass es sich um Paid Content oder Native Advertisement handelt, also bezahlten Werbetext oder Werbung, die sich probiert als redaktioneller Inhalt zu tarnen. Das alles ist aber nicht das Problem. Das Problem ist der Grund, warum es Republik überhaupt gibt. Die grossen Medienhäuser sind gar nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Aber fangen wir von vorne an. So ein richtig guter Artikel über das tatsächlich relevante Thema bedeutet viel Aufwand. Es braucht Recherche, vielleicht Interviews, Bild, Video, Tonmaterial. Der Text muss verfasst werden, der Text muss redigiert werden. All das ist Aufwand. Außerdem besteht immer das Risiko, dass in unserer schnelllebigen Gesellschaft irgendein anderer schneller ist oder das Thema schon nach Stunden oder so wenigen Tagen an Relevanz verliert. Der Biss oder der Schnuff an einem Thema tagelang dran zu bleiben, hat heute kaum mehr. Oder einem Journalist wird die Zeit, die es dafür bräuchte, schon gar nicht zugesprochen. Mit weniger gut oder gar nicht recherchierten Beiträgen, mit Listicles oder mit B9Gag oder bei BuzzFeed gefundenen Artikeln oder bei Videoplattformen aufgeladenen Videos von Dritten, lässt sich viel schneller viel mehr Geld verdienen. Aber das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun. Das ist Entertainment. Die Medienhäuser spielen da sehr gerne mit unserer Neugier. Sie stattet Bildmaterial mit roten Pfeilen, roten Kreisen oder Emojis aus. Alles nur, damit mehr neugierig werden und draufdrucken. Sehr beliebt sind auch die sogenannten Clickbait-Headlines. Hier ein Beispiel. Der 19-Jährige schiesst sich in den Kopf, aber genau das rettet ihm das Leben. Zu sehen sind zwei halbe Bilder, die rein gar nichts mit dem Text zu tun haben. Und der Klick darauf führt auf eine Story von einem 19-jährigen jungen Mann, der dermaßen unter seinem neurotischen Waschzwang gelitten hat, dass er versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Der Schuss ist quasi hinten raus und die Ärzte haben ihm ohne bleibende Schäden die Kugel wieder aus dem Kopf entfernen können. Und er ist wundersamerweise auch gerade seinen Waschzwang los geworden. Das ist eine recht traurige Geschichte. Noch trauriger ist die Tatsache, dass der Artikel schon sehr alt ist. Die New York Times hat den Artikel am 25. Februar 1988 publiziert. Also werden auch alte Stories wieder ausgegraben, mit neuem Bildmaterial angereichert und im Jahr 2017 publiziert. Die Inhalte, die uns Leser heutzutage spotten werden, verlieren zunehmend an Relevanz, werden belangloser und dienen nur noch zur Unterhaltung. Warum also noch Journalismus betreiben, die Macht beobachten und kritisieren, wenn man mit einem Katzenvideo viel mehr Benutzer kann erreichen, den Traffic auf der Webseite kann erhöhen und durch das die Werbeplätze teurer verkaufen? Gewisse Medienhäuser versprechen ihren Autoren sogar Boni, wenn nur Klickzahlen stimmen. Leider wird uns heute genau das als Journalismus verkauft. Es wird probiert, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geld zu verdienen. Und so verfahren bis auf wenige Ausnahmen alle grossen Medienhäuser in der Schweiz. Man mache nur, was die Leserschaft erwartet, heisst es. Aber der Erfolg von Republik und dem Crowdfunding redet irgendwie eine andere Sprache. Die Abonnentenzahlen gehen zurück, die Auflagen werden reduziert und es braucht immer neue Wege zum Geld zu verdienen. Zum Beispiel, indem man andere Zeitungen, Radio- oder Fernsehstationen kauft und gleichschaltet. Oder es werden Plattformen akquiriert, womit Journalismus rein gar nichts am Hut hat. Zum Beispiel Immobilien, Auto, Jobsuchmaschinen oder Marktplätze wie Tutti.ch und Anibis.ch. Die Ringier-Gruppe zum Beispiel betreibt allein 12 solche Portale. Fragt man die Herren Somm und Dorer, ob sie das gut finden, weichen sie aus. Andere machen das auch, sagen sie vor laufender Kamera und machen so klar, dass sie es eigentlich auch nicht gut finden, aber wenn sie nicht mitmischen, gehen sie unter. Heute müssen wir um unsere Leser kämpfen. Wenn wir keinen guten Job machen, verlieren wir sie, sagt Christian Dorer zum Franz Fischlin. Und sie verlieren die Leser. Tag für Tag. Und was heisst das im Umkehrschluss? Der Medienmainstream macht einen schlechten Job. Kommen wir zum Fazit. Die Tatsache, dass es so etwas wie Republik jetzt gibt, ist doch ein klarer Hinweis darauf, dass in der Schweizer Medienlandschaft etwas gehörig nicht stimmt. Und dass die Medienhäuser das Projekt R und Republik totschwiegen,
ist ein Zeichen dafür, dass sie Angst haben. Angst vor dem richtigen Journalismus. Angst vor denen, die kritisieren, die eine Macht haben. Und etablierte, gleichgeschaltete, verpolitisierte und meinungsmachende Medien haben Macht. Zum Schluss noch eine Botschaft an die Macher, die hinter der Republik stehen. Ihr geht jetzt einen Weg, der steinig werden kann. Euch werden sich noch Hindernisse in den Weg stellen, die auf den ersten Blick vielleicht unüberwindbar scheinen. Aber die Kombination aus einer grandiosen Idee, finanzieller Unterstützung und einer Community, die an euch und eure Idee glaubt, macht euch unaufhaltsam. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Und wenn ich unsere Medien also anschauen, würde ich sagen, wir sind in der ersten oder in der zweiten Phase. In dem Sinn, Republik, ich freue mich auf euch.